Oh ja, lecker. Jetzt ein Kinderriegel. Sehr gerne. Wer kennt es nicht? Ein Kinderriegel ist schnell geöffnet, ein Maß ist schnell gegessen, Chips sind schnell verputzt. So eine Tüte hält bei mir auch nicht lange. Aber was machen wir mit dem ganzen Papier, was da anfällt? Gerade zu Weihnachten, Ostern oder anderen Festtagen fällt solches Papier ziemlich schnell an. Und ich habe mir überlegt, bei unserem Projekt Upcycling aus Alt macht neu, warum dieses Papier nicht verwenden, anstatt es in den Mülleimer zu werfen und sich der gelbe Sack langsam aber sicher immer weiter füllt und füllt. Und daher habe ich, weil es gerade praktisch war zu Ostern, sämtliche Papiere gesammelt und habe mir überlegt, daraus eine Tasche zu machen. Wie diese Tasche aussieht, zeige ich euch jetzt einmal. Das ist das gute Stück. Und wie ihr sehen könnt, habe ich viele verschiedene Süßigkeitenpapiere gesammelt, habe sie mir zurechtgeschnitten und sie in eine Tasche verwandelt. Ich finde das ganz witzig, die Idee. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, aber noch nicht mit Süßigkeitenpapier. Und da so viele anfallen an Süßigkeitenpapiere, fand ich das eigentlich ganz praktisch. Und wer Kinder hat, der kennt das. Man hat viele Süßigkeiten, denn schließlich haben wir alle Oma, Opa, Onkel, Tanten. Und auch wenn man das gerne nicht sieht, dass ständig Süßigkeiten ins Haus kommen, irgendwie kommen sie immer wieder rein. Und wenn man letztendlich an der Kasse steht und sich selber sagt, ach, schnell mal ein Kinderriegel so, das geht wahnsinnig schnell. Ich kenne es selber. Und deswegen habe ich mir gedacht, diese Süßigkeitenpapiere nicht wegschmeißen, sondern zu einer Tasche einfach mal umwandeln. Ja, und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt einmal kurz im Durchlauf. Dazu braucht ihr ganz normal einfach so eine handelsübliche Bücherfolie. Die gibt es überall zu kaufen. Ich habe meine jetzt aus dem Teddy, die hat 99 Cent gekostet, fand ich völlig in Ordnung. Für die Tasche habe ich zwei dieser Rollen verwendet. Und ich zeige euch das einmal im kleinen Durchlauf. Ich habe hier schon mal so ein Stück zurecht gemacht. Das habe ich mir einfach aufgelegt. Und dann nehme ich mir zum Beispiel dieses so. Nehme ich mir jetzt dieses Kinderpapier und klebe das je nachdem auf, wie ich das haben möchte. Es muss auch nicht perfekt sein. Dann packe ich da noch ein Bonbonpapier zu. Dann noch eins. Und noch ein Bonbonpapier. So. Und wenn ich das dann so habe, nehme ich mir ein zweites und klebe das einfach drüber. So, und wie ihr sehen könnt, habt ihr jetzt schon die Grundbasis. Mehr ist das nicht. Also es ist wirklich nur Papier sammeln, Bücherfolie. Und jetzt könnt ihr alles damit machen. Also man kann so vieles damit einfangen, was wir letztendlich so viel wegschmeißen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch, was ich mir überlegt habe, wenn man Blumen bekommt, man bekommt ja auch sehr viele Blumen geschenkt, diese einfach trocknen, die Blätter einzeln abmachen, kurz bevor sie am Austrocknen sind. Und dann zwischen Büchern trocknen und sie auch in so einer Bücherfolie einfangen, sage ich jetzt mal. Und dann hat man viel mehr davon, als wenn man immer alles wegschmeißt. Und das Ganze könnt ihr jetzt zu einer Tasche mit einer guten Nähnadel. Ich habe erst eine genommen aus dem Teddy, glaube ich. Die war nicht so toll. Mit der ging das nicht so gut. Meine Mutter hatte super Nähnadeln gehabt und die ging durch wie Butter. Und damit kann man jetzt alles machen, wozu man Lust hat. Und es ist sehr simpel, sehr einfach und ich finde, dadurch ist weniger Müll. Dann zeige ich euch jetzt einmal, was ich noch mit der Tasche gemacht habe, weil es hieß ja aus Alt macht neu. Und da habe ich mir dann überlegt, das Innenfutter, das kann ich euch jetzt einfach mal zeigen. Das sieht so aus. Und das hier ist ein alter Bezug von meiner Tochter, also vom Kissen. Und der ist, ja, 10 Jahre alt und aus sentimentalen Gründen habe ich dieses Ding nicht weggeschmissen. Meine Tochter findet mit 10 Jahren, dass dieses Design nicht mehr up to date ist und deswegen will sie es auch nicht mehr auf ihrer Bettwäsche drauf haben oder auf ihrem Kissen. Kann ich auch nachvollziehen. Ich konnte es aber nicht wegschmeißen. Aus Alt macht neu, habe ich mir gedacht, baue ich das als Innenfutter hier rein und es hat sehr gut geklappt. Und so habe ich halt diesen Plastik nicht. Man kann auch sämtlichen anderen Stoff nehmen.
Und dann habe ich als Henkel, habe ich mir belegt, ich habe alte Gürtel gehabt, die ich überhaupt nicht mehr getragen habe. Und ich hatte da fast zwei identische Gürtel gehabt. Die habe ich nur am Ende zerschnitten, habe sie ein bisschen umgenäht und habe sie dann angenäht per Hand. Ja, und dann habe ich hier, ich habe diesen Kissenbezug hier einmal umgeschlagen, damit ich hier oben so eine schöne Kante habe und habe hier noch so eine Plastikbordüre mit aufgenäht, um das Ganze so ein bisschen zu kaschieren. Ja, das ist jetzt letztendlich meine Tasche. An Zeit habe ich nicht viel investiert, weil es ging eigentlich relativ schnell. Es ist einfach nur das Aufkleben für den Rand. Habe ich witzigerweise, das war ein riesen Osterei und das war richtig viel Papier. Und das habe ich genommen als Umrandung und habe letztendlich, das sind drei Teile, Vorderseite, Rückseite und dieses ist einmal, ich glaube aus zwei Teilen, also doch vier Teilen, einen langen Streifen. Und diese Teile habe ich einfach zusammengenäht. Fertig ist die Tasche. Ich finde sie witzig, ist ein lustiger Hingucker. Habe ich bei uns so noch nicht gesehen und ich werde einfach damit mal in die Stadt gehen und mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Das Thema war erst schwierig. Ich wusste erst gar nicht, was ich machen sollte. Und bis mir dann dieses Papier in die Hände fiel und ich gedacht habe, so, jetzt gehst du den Müll an den Kragen und machst diese Tasche. Ja, ihr könnt mir einfach mal unten in der Infobox schreiben, wie ihr das Ganze findet. Und ich verlinke euch natürlich noch die anderen Beiträge aus dem Forum Ich bastel mit dir. Oder Ideen mit Pfiff heißt sie. Entschuldigung, Ideen mit Pfiff. Und da könnt ihr euch einfach mal die anderen Beiträge angucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. So, der nächste Beitrag kommt von Fimora Art. Sie hat hier aus Restefimo, Stecknadeln, Nägeln und Zahnstocher neue Werkzeuge, sogenannte Dotting Tools, gezaubert und das Ganze im Wald-Baumgeister-Stil. Als nächstes kommen wir zu mit Christine Kreativ. Sie hat hier einen Zauberring im Paper Art Stil aus alten Buchseiten hergestellt, die total süß sind. Als nächstes haben wir den Beitrag von Ifi Bifis Bastelschachtel. Sie hat hier ein Notizbuch gemacht aus einer alten Jeanshose. Als allernächstes haben wir dann Nicoles kreativen Welt. Sie hat hier einmal eine wunderschöne Uhr im Alterlook gemacht. Und als nächstes haben wir dann Rina Sweet Craft Award. Sie hat hier einmal ein altes Buch neu in Szene gesetzt. Und zum Schluss haben wir dann noch Nias Artful Creations. Sie hat einmal ein Minibuch aus Toilettenpapierrollen, Briefumschlägen und TCG-Hüllen gemacht. Musik.